Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal haben wir die schweren modularen Rahmen fertig gemacht und eingelagert. Die werden eigentlich hier eingelagert, einer ist da, mitnehmen. Theoretisch sollten 4 Stück produziert werden pro Minute, ist eh schon nicht viel, aber ich denke mal, es sind eher 1 bis 2 aktuell, weil wir ja das Problem haben, dass zu wenig Stahl ankommt. Also produzieren tun wir genug. Aber ankommen tut zu wenig wieder den Fördermännern. Aber das bekommen wir auch irgendwann noch hin. Hoffe ich. Gut, ich habe hier ein bisschen weitergemacht. Da oben schon mal so eine Art Grundgerüst hingestellt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich heute mal voll durchstarten. Ich habe alle Sachen dabei für den Meilenstein und, was eigentlich fast viel geiler ist, ich habe was entdeckt. Und zwar, ich glaube, das fehlende Erz, was mir gefehlt hat für die letzte Forschung, oder für den letzten Forschungsbaum, wenn man so will. Und das war da hinten irgendwo. Ich habe es mir jetzt noch nicht geholt, das wollte ich eigentlich mit euch machen. Ich hoffe, dass es das ist, weil sonst wäre das jetzt wirklich fail. Da hinten ist es, glaube ich. Das müsste dann eigentlich Bauxit sein, oder nicht? Ja. Also im echten müsste es Bauxit sein, im echten Spiel. Grotinium-Erz. Naja, mal gucken. Okay, eine Forschung gibt es jetzt nicht. Schade. Hey, Moment mal. Oder gab es einfach bloß keine Meldung? Check ich nicht. Bauxit, Nickel, Blei, ja. Hab's gewusst. Mist, dann war es doch nicht das Erz. Ich habe mich schon so gefreut. Scheiße. Naja, gut. Dann machen wir jetzt den Meilenstein und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich befürchte, das könnte jetzt alles ziemlich kompliziert werden. Was bist du für ein Erz? Ja, langweilig. Ich meine, Uran habe ich schon eingesammelt, dann ist dieses Erz. Okay, Moment mal. Moment mal. Da schauen wir auch noch gleich hin. Ich habe nämlich im Zuge... Gleich, Moment. Eins nach dem anderen. Geil. Geil, geil, geil. Dann wäre das nächste theoretisch... Ja, wir stopfen einfach mal die Pipeline MK2 dazwischen, würde ich sagen. Aber eigentlich will ich danach haben... Die hier. Genau. Das Kobalt habe ich nicht. Nickel habe ich und Katerium habe ich. Jetzt schauen wir mal, was haben wir da eigentlich freigeschalten? Ich glaube bloß Rezepte. Das schaut doch hier schon alles. Magnesium, Kobalt. Ja. Blei. Oh, Moment mal. Salzsäure. Hier will Nickel kommen. Und hier Katerium. Beziehungsweise, Moment mal, ich muss das ja irgendwie anders machen. Es kommt zwar Kobalt an. Aber ich brauche halt gereinigtes Kobalt. Und zwar mache ich... Ja, genau. Perfekt. Super. Geil. Jetzt ist natürlich die Säure... die Säure. Die Frage, wo bekomme ich diese Säure her? Salz haben wir. Auch kein Problem. Das wird jetzt lustig. Im chemischen Reaktor. Schwefelgas, meine Güte. Schwefelpulver habe ich noch gar nicht gesehen. Und Sauerstoff. Ach du Scheiße. Das kann ich noch gar nicht machen. Schwefelpulver. Oder Moment. Nee. Fuck.
Ich bekomme es einfach nicht hin. Schwefelsäure. Schwefelhaltiges Gas, ja, hatten wir ja gerade. Aber wo bekomme ich das her? Hier. Gerade eben ging es nicht. Schwefel und noch mehr Schwefel. Da gibt es Schwefelpulver. Und wo wird das gemacht? Im Zerkleinerungsmodul. Ja, perfekt. Alles gut. Passt. Das heißt, wir brauchen Schwefel, eine Schwefelmine. Ich wüsste, wo eine ist, aber die ist ultra arschweit weg. Ich brauche tatsächlich die Mine, weil das normale Schwefel bringt mir nichts. Soweit ich das weiß. Wir könnten noch mal ganz kurz gucken. Ja, genau. Ich habe schon befürchtet. Shit. Nalgas, Toxic Air. Ach du Kacke. Hey, manchmal zeigt es mir an, manchmal nicht. Will der mich rollen oder so? Hier. Jetzt. Nein. Wie viel Pulver? Jetzt. Im Zerkleinerungsmodul. Das Problem ist, ich muss tatsächlich das Modul dazu bauen. Und ich weiß, wo das Schwefel ist. Das ist über der Kohleanlage ganz oben drauf. Gut, aber was ich eigentlich eben schon sagen wollte, wir müssen einfach hoch jetzt mal kurz dann. Ich habe ja diese Rahmen da gemacht, wo die Solaranlage oben drauf ist. Und ich habe es natürlich wieder geschafft, an diesem Eck abzustürzen. Ohne Fallschaden, ich war so gut. Und unter diesem ganzen Gesteinzeug ist eine Höhle. Und da schauen wir jetzt mal hin, weil unten war das Sam-Erz. Vielleicht ist es doch das Sam-Erz. Wir holen uns das einfach mal, keine Ahnung. Obwohl eigentlich schon einer gesagt hat, glaube ich, was bist du? Ah, langweilig. Ich glaube, es hat einer gesagt, dass es nicht durch Sam-Erz gemacht wird, aber trotzdem. Wo weißt du? Mann. Der Höhleingang. Da drin waren halt Spinnen. Und so ein Spucker. Aber ich glaube, die waren. Die bekämpfen sich gegenseitig. Hier habe ich die Leichen. Wenn nicht, bekomme ich jetzt einen Herzkasperl. Naja. Nee. Auch das ist es nicht. Aber kann ich damit was anfangen? Oder geht das auch in dem Spiel nicht? Noch in Arbeit, hat keinen Nutzen. Okay. Shit. Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal hoch zum... Ist hier noch irgendwie was? Eine Spinne, sage ich. Eine Schnecke oder so? Nee. So, Schwefelmine. Das ist natürlich jetzt super ätzend. Wir schauen uns auf jeden Fall mal die Schwefelminen an. Habe ich einigermaßen Sachen dabei? Geht so, gell? Sollten wir vielleicht noch holen. Vielleicht, Plan. Ist es so, dass wir oben... Autosave. Oben die Schwefelmine uns die Produktion zurechtlegen. Und damit einen Zug hierher. Mein, hier muss irgendwo Strom sein. Das ging letztes Mal auch. Ja, geh mir nicht auf den Keks. Ach Mann. Also das heißt zum Schwefel. Gucken, dass wir das ganze Schwefelpulverzeug gedöns bekommen. Und dann schauen wir mal wegen am Zug. Wenn wir eh in die Base müssen, wegen den Eisenplatten, können wir mal gucken, was wir für die Freischaltung vom Zug brauchen. Weil eigentlich haben wir schwere modulare Rahmen. Wir haben die Motoren, wir haben Computer, wir haben eigentlich alles. Wahrscheinlich fehlt jetzt irgendwas. Dass wir das mit dem Zug herholen, weil das ist wirklich arschweit. Das ist... Ich glaube sogar, dass das ungefähr auf diesem Plateau da oben drauf ist. Oder zumindest an der Nähe. Das ist ja dumm. Naja. Gut. Das heißt, es dauert ja noch ewig, bis ich zu meinen... Ding kommen. Wie heißt's? MK2-Turbine. Vielleicht muss ich doch nochmal irgendwie Strom machen. Shit. Eisenbahntechnologie.
Haben wir alles. Die modularen Rahmen, die schweren, brauchen noch ein bisschen, aber gut. Wir gehen jetzt erstmal hoch zum Schwefel. So, kann ich das bauen? Ja. Ja. Kann ich, sehr gut. Das heißt... Was fehlt mir denn dann noch? Das gibt's doch nicht. Hier sollte ich noch... Wie schaut's mit Schrauben aus? Auch nicht so gut. Doch wieder keinen Platz, Mensch. Sollte erstmal reichen. Wenn ich muss mal nochmal zurück. Und das ist ein langer Weg. Das. Wir machen mal das. Wie schaut's mit Förderbändern aus? Da sollte ich auf jeden Fall noch was mitnehmen. Beziehungsweise warum? Nee, eigentlich nicht. Förderbänder brauche ich ja nicht allzu viel. Dann nehme ich lieber noch ein bisschen hier Blech mit. Gut. Wir schauen mal hoch, was soll's. Jetzt bin ich echt überfragt, welches Erz da noch fehlt für diese dumme Forschung. Weil der Forschungsbaum schaut echt geil aus. Massage 2ABB, ein unbekanntes... Eine Probe wird benötigt. Ja, ich dachte, das wäre die jetzt gewesen. Shit, da muss ich meine Augen noch mehr aufhalten, um solche Erze zu finden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt hier am Startgebiet rumfliegen. Aber wenn wir es mal überlegen, die Ressourcen-Nodes, die da sind, die wurden ja bloß umgeändert vom Namen und von der Funktion ein bisschen, was man daraus herstellen kann. Das heißt, Eisen haben wir, Kupfer haben wir, haben Katerium. Wir haben jetzt Bauxit gefunden, beziehungsweise das Erz davon. Dann haben wir das Sam-Erz getestet, das geht immer noch nicht. Wir haben alles. Das ist falsch, was ich hier mache. Oder vergesse ich irgendein Erz? Moment mal, Katerium gibt's. Schwefel. Oh nein, nicht abstützen. Gute Frage, gute Frage. Was bist du? Wahrscheinlich irgendein Schmutz. Aber wenn wir... Wir müssen uns mal ein bisschen testen jetzt hier. Wir gehen jetzt mal hier runter. Holen uns tatsächlich die letzte Schnecke. Dann haben wir die erste Schnecke fertig. Erste Schneckenei, glaube ich, ist es dann. Und dann schauen wir mal, was du bist. Enttäusch mich jetzt bitte nicht. Quantenkristalle. Ja, stimmt. Nicht genug Platz. Was sind sie? Fragezeichen. Da hinten war nochmal welche. Vielleicht brauche ich da eine gewisse Menge davon. Moment mal. Oh nee, das Ding quatscht mit mir. Da habe ich jetzt null Bock drauf. Yes. Wie viel brauche ich davon? 200. Lel. Ja gut, aber was ist das für ein Erz? Was ist das? Wenn es das jetzt ist, flippe ich aus. Ist ja Tiere-Erz. Schaut ziemlich ähnlich aus. Dann komme ich jetzt da wieder hoch irgendwie. Komm. Okay, Quantenkristalle. Da muss es irgendwo... Kann ich die vielleicht dann scannen? Nö. Wir scannen mal Schwefel. Damit ich wieder weiß, wie weit ich noch laufen muss. Und wieder das Weinen anfangen kann. Gut, jetzt weiß ich aber, wo ich das Zeug herbekomme. Quantenkristalle ist sehr geil. Was haben die für Nutzen? Ja, genau.
Binden sollte ich jetzt, dann kann ich die wegschmeißen. Fragezeichen, die haben noch nicht mal ein Icon. Oder vielleicht ist es auch beabsichtigt so. Perfekt, um ein gutes Computersystem zu machen. Sehr unstabil. Naja, in der Hosentasche geht schon. Die Dinger kann man übrigens auch nicht steuern, habe ich jetzt festgestellt. Steht zwar nicht dabei wie bei den Kristallen, weil bei denen steht es extra dabei, dass man die nicht steuern kann. Bei denen nicht, aber es geht einfach nicht. Wahrscheinlich, was bist du? Hyrolyt, das haben wir auch. Das ist quasi, Hyrolyt ist das Pendant zu Quarzkristall. Gut, da oben ist das Schwefel drauf, das weiß ich. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das jetzt da oben an. Wir holen uns auf jeden Fall die Festplatte da oben, ganz klar. Hier haben wir nochmal Erde, die brauchen wir aber tatsächlich eigentlich nicht. Erden haben wir, glaube ich, soweit alle. Die Frage ist jetzt natürlich, gehe ich hier schon hoch? Ich glaube schon, weil oben drauf dann der Bahnhof kommt und dann geht's hinter. Mal gucken. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen. Und zwar, ich habe hier von diesen Alien-DNA-Kapseln 5. Sag mir bitte nicht, ich habe die letztes Mal weggeschmissen im Zuge der ganzen Wegschmeißaktion von den ganzen Biomasse-Farming-Dingern hier. Nee, passt, okay. Cool. Okay, nichts teilen. So. Wir gehen hier hoch. Genau, die Höhe ist halt so eine Frage. Aber dürfen wir schon ordentlich hochgehen. Und ich nehme gleich Strom mit, wenn ich was finde. Ja, die habe ich jetzt natürlich alle in eine Reihe geschalten. Und das ist wieder das Problem. Eine Reihenschaltung hier. Ich meine, wir haben hier noch ein Kohlenslot frei. Wir könnten theoretisch schon noch Strom machen. Ich würde mir die Kohle aber gerne aufheben für irgendwas anderes hier austauschen. Obwohl Kohle gibt es ja öfters, aber muss jetzt nicht sein. Gut, und dann schauen wir mal da hoch. Ich denke, wir müssen schon noch ein Stück hoch. Endlich habe ich die MK1-Dinger freigeschalten. MK1, Stromwandhalterungen meine ich. Naja, obwohl bis zum Schwefel wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Machen wir es so. Das Schwefel sitzt da hinten. Wenn ich jetzt mal scanne, dann ploppt das doch immer so auf, wenn ich die Ressourcen-Note habe. Dann könnte man mal gucken, auf welche Höhe das ungefähr ist. Aber das ist auch mal so schwer einzuschätzen, wo es ist. Und man sieht es auch nicht. Geil. Wir gehen sicherheitshalber noch mal ein bisschen hoch. Genau, du im Sichtfeld. Arschloch. Dann können wir quasi mit dem Zug dahinter. Der wird halt ultra hoch. Dann machen wir quasi über unseren Köpfen die ganzen. Das Erz schaut auch anders aus. Die ganzen Zugverbindungen. Ob das Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage. Oh nein. Da hinten wäre eine lila Schnecke. Ich befürchte, dass das schon wieder hart umkämpft ist. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das könnte auch wieder so ein Kristall sein. Ob ich jetzt immer wieder 10, 15 Dinger da runtergehen soll? Vor allem, ich bin mir ja gar nicht 100% sicher. Das könnte ja auch dieses Satire-Erz sein. Oder Stieratit oder wie das heißt. Da ist der Schwefel.
Die Höhe könnte sogar echt gut sein. Irgendwas faucht mich an. Das ist auch so ein Erz, glaube ich. Da war ich letztes Mal schon. Ich konnte es nicht abbauen, warum auch immer. Das war wahrscheinlich, konnte ich es nicht abbauen, weil ich das Update 0.9 noch nicht hatte. Das kann sein. Noch eins, zwei rüber, ohne dass wir in dieses... Kann ich dieses Ding abholzen von hier oben aus? Ich glaube, die kann man gar nicht abholzen. Kann das sein? Genau. Das schaut ja alles schon gar nicht mal so scheiße aus. Dann würde ich sagen, hier so. Kommt da eine Bauernhof irgendwie hin? Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Jetzt schaue ich mir ganz kurz zur Schnecke dahinter. Die ist ja fast auf der Höhe. Und ich hatte schon eine lila Schnecke. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich davon sammeln muss, damit ich... Oh, das ist ein dicker. Ja, aber ja, genau. Gift mal schön rum. Du komm, ja, komm, jump. Ja, hier überall lachen mich die ganzen Schnecken an. Da oben ist auch eine lila Schnecke. Ja, geh nur ins Gift, komm. Stirb. Da ist jetzt überall Gift. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Ich guck mal nochmal ganz kurz. Das wäre natürlich jetzt fatal, wenn der mich hier runterjumpen würde. Da unten ist die Leiche. Sind alle tot. Ach, das ist so geil, seitdem die das eingeführt haben, dass auch die Kreaturen Schaden bekommen. Das war früher nicht so. Hehehe, ihr Trottel. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe nicht aufgepasst. Violette 10. Ich brauche 200, kann das sein? Ach du Scheiße. Beziehungsweise glaube ich zumindest. Muss ich das irgendwie freischalten? Heute ist schon wieder Forschungsday, mehr oder weniger. Obwohl wir gar nichts forschen. Ihr wisst, was ich meine. Übrigens, Leute, ihr dürft liebend gerne ein Abo da lassen. Ich wäre euch nicht böse darüber. Wäre eine coole Sache. Hier, glaube ich. Nein. Hier. Nee, ich muss... Schneckeneier, wie ging denn das? Das würde ich jetzt ganz gerne mal gucken. Blutstätte. Ach nee, Moment mal, ich weiß wie. Viel einfacher. Das ist kein Autosave. Oh nee, bitte nicht. Shit. Das war ein Unreal Engine Crash. Gut, Leute, da bin ich wieder. Das war jetzt ganz schön weit zurück. Ich musste nochmal die Schnecke holen, das ganze Erzzeug holen. Ich musste nochmal die Base zurück, Materialien holen. Aber wir sind jetzt wieder an dem Stand, wo das Gift meinen Job macht. Ich habe es auch gerade nochmal gespeichert. Also wenn es jetzt nochmal passieren sollte, sind wir direkt hier. Was ich testen wollte vorher, bevor es abgestürzt ist, war nämlich das hier. Und zwar kann ich doch hier jetzt die Schneckeneier machen. Es fehlt mir jetzt schon wieder. Alien-Protein. Ist wurscht. Ja. Hä? Unbekannt. Was brauche ich dafür? Gelb. Hey, geil. Ach, jetzt fehlt das Protein. Ich kann tatsächlich schon zwei Schnecken machen. Das heißt, wir könnten mit der Schneckenzucht anfangen. Ja, cool. Und ich wette es sogar, wenn ich mir jetzt die lila Schnecke hier noch irgendwie krallen kann, ohne dass ich jetzt wieder drauf gehe. Ja, ich war das letzte Mal ein bisschen niedriger. Das stimmt. Ich habe auch jetzt die Aufnahme nicht gestoppt gehabt. Das heißt, ich schneide das raus. Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen den Überblick verloren, wie lange die Folge geht. Warum reiße ich das jetzt ab?
Nein, dafür brauche ich 25, ich habe erst 10. Naja, gut. Den Steg hier könnten wir eigentlich erstmal lassen für den Fall, dass wir den Zug dann noch irgendwie weitermachen müssen. Ich habe übrigens auch ein bisschen mehr Erz gefunden, direkt in meiner Hauptbase. Was ist Hauptbase? Da, wo das neue Lagersystem ist, war auch Erz. Und ich glaube, da unten ist auch sowas. Gut. Jetzt schauen wir mal dahin, wie wir dann blödsten hinkommen. Die reagieren ganz schön weit, dass die Gift aussprühen. Und dann sprühen die das Gift auch aus, wenn die merken, dass da Aliens in der Nähe sind. Das wäre ziemlich dumm für die. Dann könnte man die Aliens auch wegmachen. Sind die ja permanent tot. Ich glaube, ich muss noch ein Stück zurück. Ja, hier mach mal Gift. Mach die mal weg da. Nicht ein Stück zurück, sondern ein Stück runter. Das ist natürlich jetzt ziemlich ätzend, hier unten zu bauen. Moment mal. Hier. Hier. Ist noch irgendwo einer? Jetzt kommt er angecharged. Aber er kommt da nicht hoch, oder? Jetzt kommt er hoch. Ich will bauen, hau ab. Ich habe leider keine Munition mehr. Ich komme nicht ran. Jetzt. Aber tot. Gut, jetzt kann ich endlich weitermachen. Die Dinger kann man, glaube ich, übrigens wegsprengen, wenn es soweit ist. Jetzt wird es dunkel. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nicht die Spinnen spawnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das System so funktioniert, dass die Spinnen kommen, wenn es dunkel wird. Ich glaube aber. Ich meine, ich brauche die Foundation. Das sollte von der Höhe her gehen, ja. Also wir sind nicht zu weit weg. Der Baum kommt gleich weg. Kann man die absägen? Die Giftdinger? Nee. Gut. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu hoch. Nee, es geht. Genau, ich brauche auf jeden Fall dann jetzt noch das Zerkleinerungsmodul, soweit ich weiß. Oh, dann reicht das da hinten mit dem Platz doch nicht. Rum habe ich schon so halbwegs hergelegt. Jetzt Moment mal, es kommt raus. Schwefel, Schwefel. Ich brauche noch den dicken Bohrkopf. Und zerkleinertes Gestein. Die Frage ist jetzt, wo kommt was raus? Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Strom dran bekomme. Den habe ich ja schon hergelegt teilweise. Und dann machen wir genau hier irgendwo den Bahnhof, wenn es soweit ist. Aber zum Freischalten braucht man nicht mehr allzu viel, das sollte gehen. Gut, der Bahnhof an sich kostet natürlich auch was, das ist klar. Gut. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schwefel rauskommt. Ich habe gar nicht geschaut, welche Quelle das ist, welche Reinheit. Fehlendes Modul? Nein, es fehlt kein Modul. Hör auf, Unsinn zu erzählen. Wenn du mir jetzt noch sagen würdest, welches Modul fehlt, wäre ich dir echt dankbar. Ich habe nur noch das Schmelzmodul. Und wo geht das hin? Modul ist hier nicht erlaubt. Moment mal, ich mache vielleicht noch mal das Zerkleinerungsmodul weg. Das bekomme ich natürlich doch einzeln, bekomme ich das auch raus. Fehlendes Modul, sag mir jetzt bitte nicht, was fehlt denn jetzt? Scheiße.
Ich kann hier auch gar keine freischalten mehr, oder? Doch. Oh, nö. Es kommt auch nichts raus, oder? Weder hier. Noch hier. Okay. Was er mir sagt, fehlendes Modul ist natürlich geil. Aber er könnte mir natürlich noch sagen, was für eins fehlt. Oder es steht irgendwo und ich bin einfach wieder zu blöd. Kann auch sein. Der kleinere Schwefelpulver, Schwefelpulver. Knoten steht übrigens da, normale Qualität. Ich habe kein Modul mehr. Oder fehlt der Bohrkopf, habe ich den vergessen. Nee, der ist doch hier. Vielleicht den anderen Bohrkopf? Nee, das ist ja ein Schmarrn. Scheiße. Gut, ich bin schon wieder überfragt. Mist. Wir könnten mal gucken. Ob ich irgendwelche Module freischalten kann in der Forschung. Sonst habe ich jetzt echt ein Problem. Weiß ich nicht, wie es weitergeht. Erstmal. Wie komme ich aber raus? Ich weiß es. Dieses Modul fehlt. Danach können wir übrigens auch sprengen. Geil. Die schweren modularen Rahmen sollte ich haben bis jetzt. Das Schwefel habe ich auch. Gut, passt. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt nochmal fix da hoch. Und gucken mal jetzt wegen der Absturzstelle. Schaut gut aus, aber das reißt sich wieder ab hier, die Foundation. Ja, genau, Moment mal. Macht nur, komm. Jawohl. Langsam wird es Zeit, an der Gasmaske zu arbeiten. Okay, dann kommt der Zug von hier auf der Höhe. Dann bin ich schon sehr weit oben. Und da hinten geht es auch nochmal arschweit runter. Muss ich mal gucken, ob ich den Zug wirklich auf der Höhe lasse. Das wäre schon geil, wenn man so sagt, wirklich wie eine Decke über uns ist der Zug, aber dann ist auch der Himmel weg. Mal schauen. Sind jetzt endlich alle tot? Wunderbar. Ich werde wahrscheinlich eh Strom brauchen. 2 Quarzkristall. Ernsthaft? Och Leute, Festplatten. Festplatten, Platinen. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Da gehen wir auf jeden Fall später wieder hoch. Dann würde ich noch mal ganz kurz gucken. Und zwar in den Wasser unten drin, hier. Ich traue mich jetzt nicht zu springen. Ich weiß nicht, wie tief das ist. Und am Ende verrecke ich elendig. Wir machen es einfach so. Nein, 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 oben. Hehehe, kommst nicht hoch. Junge, was geht denn hier ab? Oh, da ist eine fette Spinne. Geil. Genau darauf habe ich Bock. Aber komm, box die Spinne. Die hockt jetzt da. Nice. Och nö, der ist tot. Oh, was haben wir da gefunden? Ein Musikband. Nicht schlecht. Die brauchen wir übrigens für die Musikbox, die wir freischalten können. Ja, ja, ist ja gut. Was bist du für ein Erz? Die brauche ich. Bandkristalle Erze. Ja, ihr seht mich nicht, vor allem der Dicke. Abfahrt, Dicker. Da ist ja gut, lass mich da durch. Weg. Die Dicken sind echt aus der Hölle. Und ich sehe wieder nichts. Ich habe kein Futter. Mach halt die Schnauze.
Hektik. Ich habe gerade meine Waffe abgelegt, ich bin so doof. Reicht dich jetzt? Einer reicht mir schon. Ich brauche Stunden für diese Scheißviecher. Die geben mir so auf den Sack mit der Waffe. Gut. Halt die Schnauze. Was ist das drüben? Das müsste ich kennen, glaube ich. Hier ist Kupfer. Nochmal Quantenkristall. Sehr geil. Ach, der dicke vor allem. Ich werde es auch erst wohl hinbekommen, oder nicht? Harvest. Dieses scheiß Kristallzeug will ich halt haben. Das Alien-Zeug können wir auch mal ein bisschen einsammeln. Schwertegeburt. So. Ab in Sicherheit. Wenn ich hochkommen würde, passt. Ja, wir könnten mal gucken, haben wir hier noch irgendwo in der Nähe so Kristallzeug? Ich habe halt keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt eigentlich tatsächlich geht mit dem Cut. Aber ich glaube, wir sind schon so bald soweit. Es sind ja überall diese Viecher. Warum kann ich jetzt nicht mal sliden? Falsche Erz. Ach nee, dich kennen wir schon, glaube ich, oder? Ich müsste da mal in den ganzen... Nee, das ist wieder das Neue, das Plutonium-Erz. Ich nehme das jetzt doch mal mit. Vielleicht brauche ich das ja irgendwie in Mengen. Leider habe ich das vorher weggeschmissen. So, zum Freischalten vielleicht für irgendwas mal. Hauptsache, da kommt wieder so viel raus. Schön. Wie viel von dem Erz habe ich jetzt eigentlich schon? Wenn ich es finden würde. Wir haben zwei Schneckeneier, richtig geil. Dann können wir jetzt langsam anfangen mit der Schneckenproduktion. Was wiederum bedeutet, dass wir irgendwann eine Waffe bekommen, eine bessere. Es läuft schon wieder alles, sehr gut. Ich finde bloß das Erz nicht. Hier, 72. Und nicht mal die Hälfte, ein Drittel ungefähr. Gut. Sehr chaotisch heute, vor allem auch mit dem, Absturz hatte ich noch nie übrigens, noch nicht ein einziges Mal hatte ich einen Absturz. Das heißt, naja gut, dann machen wir das nächste Mal weiter. Wir brauchen zwei Kristalle für die Festplatte. Wir schauen, dass wir dieses Modul freigeschalten bekommen. Und während dann die restlichen schweren modularen Rahmen produziert werden, gucken wir uns mal die Schneckenzucht an. Das ist der Plan, wird eh anders laufen, aber ich sag's jetzt einfach mal so. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.